Hallo und herzlich willkommen, bevor den Marcel von Eargames und wir spielen weiter Hogwarts Legacy. So, wir wollen uns mit Sebastian treffen. So, wir müssen irgendwie nach unten. Wie komme ich denn da jetzt runter? Kann man hier rüberspringen? Na komm, das schaffst du. Das schaffst du. Schaffst du nicht, okay. Was haben Sie jetzt vor? So, ich muss ja jetzt mal überlegen, wie komme ich denn da jetzt hin? Vielleicht. Ne, da komme ich ja nach oben. Spannend, spannend. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, dass ich das jetzt richtig mache hier. Okay. So, wir müssen mal kurz die Karte hier aufmachen. Warte mal hier. Okay, wir müssen tatsächlich so herumlaufen. Okay. Ist ja echt krass. Gut, dann laufe ich mal weiter. Komplett durch das ganze Gebäude. So, hier haben wir schön Ruckler wieder. Ups, müssen hier durch. Eigentlich war ich doch schon da. Ah, der muss eben da sein, der gute. Der gute Sebastian. Oh mein Gott, hier war ich noch, glaube ich, gar nicht. Rebellion. Ja, ich wusste, dass es jetzt kommt. Ich wusste es. Okay, dann komm. Wir machen das mal schnell. Wo war denn die Kiste nochmal? Hier. So. Das ist aber echt hier eine Lauferei, ne? Also es ist echt krass. Rebellion. Oh, eine Kiste. Die ist echt gut. Müssen wir das mal kurz unsichtbar machen. 500, danke. Okay, da ist er. Du bist hier. Klasse. Ich habe deine Eule bekommen. Was ist mit Ominous? Ich sagte ihm, dass wir die dunklen Künste nicht für immer meiden können. Je mehr wir über Salazar Slytherin und die dunklen Künste wissen, desto besser sind wir vorbereitet. Leider weiß nur ein Gaunt, wo sich der Eingang zum Skriptorium befindet. Und Ominous sagt es mir nicht. Vielleicht sollte ich mit Ominous reden. Du? Ein Versuch wäre es wert. Aber mach dir keine Hoffnung. Ominous ist extrem stur. Ist ja nichts Neues. Ich weiß, wo er ist. Ich bring dich zu ihm und lass euch allein. Komm mit. Hier entlang. Ja, geh! Geh, mein Freund! Geh endlich! Halte die Augen auf. Man weiß nie, wer einen beobachtet. Auch wenn uns das nie aufgehalten hat. Doch, eigentlich schon. Wir wurden geschnappt. Verdammter Poltergeist! Rebellion! Diese Nervensäge! Da ist er. Viel Glück. Alles klar, danke. Ich mach. Was machst du hier? Hallo, Ominous. Hast du kurz Zeit? Was gibt's? Was haben du und Sebastian jetzt wieder vor? Ich möchte mich bei dir entschuldigen, Ominous. Ich war nicht ganz ehrlich, was die Krypta angeht. Sebastian hat sie mir gezeigt. Er wollte, dass ich an einem sicheren Ort Zauber üben kann, um zu den anderen Fünfklässlern aufzuschließen. Er dachte, dich stört das nicht. Das ergibt wohl Sinn. Es ist nur so, dass Sebastian mir in letzter Zeit ständig mit irgendwas auf die Nerven geht. Sag nicht, er redet immer noch von... Was war das?
Einem Skriptorium? Er hat dir davon erzählt? Ja. Wir sprachen über die Gründer von Hogwarts, da hat er es erwähnt. Mehr wollte er aber nicht sagen. Ja, er glaubt, dass es die Antwort auf Annes Rettung enthält. Nur wahrscheinlich steckt es voller schwarzer Magie, die man besser nicht anrührt. Warte mal, du warst noch nie dort drin? Natürlich nicht. Das weiß ich nur dank meiner Lieblingstante Noctua. Sie dachte wie ich. Widersprach der Familie, was schwarze Magie angeht. Tatsächlich wollte sie meine Familie davon überzeugen, dass es Salazar Slytherin um mehr als die Verehrung von Reinblütigkeit ging. Sie hörte vom Skriptorium und dachte, es könnte etwas Licht über ihn ins Dunkel bringen. Sie fand sogar den geheimen Eingang, genau in diesem Korridor. Sie schrieb meinem Vater regelmäßig über ihre Bemühungen. Irgendwann verschwand sie einfach. Niemand sonst hat je versucht, hineinzukommen. Das mit deiner Tante tut mir leid. Willst du nicht herausfinden, was ihr passiert ist? Tante Noctua hatte gute Absichten und verlor dabei ihr Leben. Ich will nicht, dass sowas nochmal passiert. Du weißt nicht, ob sich die Geschichte wiederholt. Außerdem meintest du, deine Tante dachte wie du. Das könnte ihr Andenken ehren. Deine Fragen zu Slytherin und Sebastians Fragen zu Anne beantworten. Deine Tante hat das allein durchgezogen. Wir könnten es gemeinsam tun. Gut, ich sehe schon. Und ich gebe zu, du hast mich überzeugt. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Gut, ich erzähle, was ich weiß. Wo ist Sebastian? Ich warte hier. Ich hoffe, wir bereuen das nicht. Sebastian! Hier drüben! Diese Feuerstellen öffnen das Skriptorium. Jetzt verrätst du es? Ich habe dich... Confringo! Du hast nichts gesagt. Du warst nicht der, der mir gesagt hat, was ich hören musste. Das Öffnen des Eingangs hat etwas mit der Zahl 3 zu tun. Na, 3 Köpfe sind besser als einer. Nein, 2 Köpfe sind besser als einer. Und nach der Logik sind 3 besser als 2. Das ist bloß Mathe, Ominous. Komm, trink! Hier passiert irgendwas. Ich hoffe, wir sind bereit dafür. Okay, ja, ich bin bereit, auf jeden Fall. Dunkle, unheilvolle Gänge, die liebe ich Rebellion. Ja. Kein Kommentar. Ach komm schon, der war gut. Ein Tagebucheintrag von Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous, deine Familie war hier. Ich weiß, sie war meine Tante. Du wusstest es und hast nichts gesagt? Ominous. Hier steht etwas von großen Herausforderungen. Deshalb sagte ich, es könnte gefährlich sein. Tante Noctua hatte Kontakt zu meinem Vater, bis sie verschwand. Okay, dann müssen wir jetzt herausfinden, wie wir da reinkommen. Vielleicht birgt dieser Schutt ja ein. Ja, ich würde sagen, wir machen Reparo drauf. Reparo. Der Schutt formt ein Relief mit einem Menschen und einer Schlange. Dann höre ich wohl ihre Stimme. Die Stimme ist uralt. Du hörst eine Stimme? Es fing an, als du das Relief repariert hast. Ein Flüstern, das sagte, sprich mit mir. Ich bin ein Parselmund. Das heißt, ich kann mit Schlangen reden. Nahezu jeder bekannte Parselmund stammt von Salazar Slytherin ab. Ich würde auch gerne mit Schlangen reden können. Diesen Wunsch solltest du überdenken. Die Parselsprache wird oft mit schwarzen Magiern assoziiert. Ich habe sie ewig nicht gesprochen, aber ich denke, wenn ich es tue, wird sich die Tür öffnen. Ich hoffe, du überdenkst das noch einmal. Ich sehe keinen Grund, jetzt aufzuhören. Als ich von zu Hause wegging, schwor ich, die dunklen Künste hinter mir zu lassen. Doch hier bin ich nun. Vorsicht! Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Es hat geklappt. Ominous, das ist wirklich eine herausragende Fähigkeit. Neben euch beiden fühle ich mich ja richtig unscheinbar. Neben uns beiden? Ich... vergiss es. Rebellion. Es gibt keinen eindeutigen Weg. Wie in einem Labyrinth. Salazar Slytherin wollte bestimmt, dass es schwer lösbar ist. Die Tür, aus der wir kamen, ist zu. Und vor uns liegt mehr als ein Tor. Untersuche jedes Tor genau auf Hinweise. Lumos.
Okay, dann Revelio. Gucken wir mal. Ah, also hier haben wir die zerkratzte die Feuerschale. Sie ging an, als die Tür sich schloss. Die Feuerschale? Okay. Contrinto! Das verlangt Konzentration. Das hat Tante Noctua auch gesagt. Vielleicht braucht es Glück. Okay, das Zettel war auf jeden Fall unten. Das klang nicht gut. Salazar Slytherin hat es uns nicht leicht gemacht. Okay. Mit den richtigen Symbolen geht es auf. Das hatte ich auch gerade vor, aber du warst schneller. Gute Arbeit. Revelio. Noctua erwähnt schmerzhafte Herausforderungen, aber auch Belohnungen. Schmerzhaft. Der Teil gefällt mir nicht. Ich habe nur Belohnungen gehört. Los, weiter. Okay, hier ist wie so ein Okay, O und K und dann ein A. Okay. So, ich sehe aber hier nichts wieder zu drehen. Noch ein Tor. Slytherin trägt wohl gerne Spielchen. Muss in der Familie liegen. Du musst gerade reden, Sebastian. Hä? Lage nicht. Was? Was? Du klingst überrascht. Wir sind in einem Labyrinth von Salazar Slytherin. Moment. Das war doch richtig. Wieso ein Okay und dann ein... Ah. Revelio. Symbole. Und auf dieser Scheibe sind auch welche. Ach so, das ist dafür da. Okay, warte. Ach, jetzt check ich das. So, warte mal, hier kann ich also noch nichts machen, oder was? Lumos. Wie kriege ich denn dieses Tor auf? Es gibt noch mehr Rätsel. Durchsucht jeden Gang. Seht genau nach, welcher wohin führt. Okay, also auf jeden Fall müssen wir das hier machen. So ein halbes Auge und eine Schlange. Ein O mit halb, also Halbmond und Schlange, okay. Das klang vielversprechend. Lumos, noch ein Rad gelöst. Beeindruckend. Gut gemacht. Ja, so schwer ist es ja nicht eigentlich. Lumos. So. Ah, warte mal. Hier können wir jetzt das Ding anzünden. Contrinto! So, und hier kommt wahrscheinlich dieses andere. Machen wir mal lieber so. Noch eins. Nicht gerade gastfreundlich, was? Genau. Gute Arbeit. Wir sind dem Skriptorium einen Schritt näher. Ominous, deine Tante wollte eure Familientraditionen ändern. Ja, genau. Deshalb hatte ich sie von allen am liebsten. So, jetzt müssen wir dahin laufen. Dieser Tagebucheintrag spricht von Verirren und sich unwillkommen fühlen. Arme Tante Noctua. Ist jetzt
jetzt hier? Ich habe da vorne was gesehen. Sieht unheimlich aus. Dieser Ort ist beunruhigend. Aber meiner Tante zuliebe müssen wir weitermachen. Das Tor! Wir sind wohl eingesperrt. Mal wieder. Oh, dann ist Salazar Slytherin noch nicht fertig mit uns. Crucio. Ich habe alle Hoffnung verloren. Ominous. Ein Skelett. Und Noctuas letzter Eintrag. Sie erwähnt, dass sie hier gefangen war. Gefangen von einem unverzeihlichen Fluch. Hier. Revelio. Sie ist gestorben. Und hier werden wir auch sterben. Ich hätte nicht auf euch hören sollen. Ominous, das mit deiner Tante tut mir sehr leid. Aber ich weiß, was zu tun ist. Das wird gar nicht einfach. Du meintest, du weißt, was zu tun ist. Gequälte Gesichter auf der Tür und in den Stein ist Crucio eingraviert. Ich vermute, die Tür öffnet sich, wenn wir den Cruciatus-Fluch wirken. Deshalb ist Noctua gestorben. Sie konnte den Fluch auf niemanden wirken. Ominous hat die meiste Erfahrung damit. Er sollte es tun. Du scheinst in Ominous Gunst zu stehen. Kannst du ihn fragen? Ich rede mit ihm. Auf dich scheint er ja nicht gut zu sprechen zu sein. Gut. Tu, was nur du tun kannst. Hätten wir doch nur flüssiges Glück. Das hätte alles nicht sein müssen. Ominous, ich dachte nicht, dass wir in so einer Zwickmühle landen würden. Salazar Slytherin schon. Er ist für viele unvorstellbare Dinge verantwortlich. Ich habe dich und Sebastian gehört. Ich werde es nicht tun. Der Cruciatus-Fluch ist pure Folter. Das weiß ich. Sebastian hat mir erzählt, was dir als Kind passiert ist. Klingt, als hättest du keine Wahl gehabt. Ich hätte wissen müssen, dass er es dir sagt. Und man hat immer eine Wahl. Ich bin so schuldig wie der Rest meiner Familie. Unverzeihliche Flüche funktionieren nur, wenn man es wirklich will. Ich wollte diesen Schmerz zufügen und das werde ich mir niemals verzeihen können. Seinetwegen habe ich keine Familie mehr. Du und Sebastian werdet eine andere Lösung finden müssen. Wenn du Crucio wirkst, wirst du es ewig bereuen. Was machen wir jetzt? Ominous will den Cruciatus-Fluch nicht nochmal wirken. Lächerlich. Als wäre hier zu verenden besser, als diesen elenden Zauber zu wirken. Jetzt kommt es auf uns an. Ich kann dir Crucio beibringen oder es gegen dich wirken. Warte. Du hast nicht erwähnt, dass du auch Crucio beherrschst. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Ominous kennt ihn am besten, aber er lässt uns keine Wahl. Ich will nicht wie Noctua Gaunt enden. Ich glaube, ich schaffe es, wenn es sein muss. Ich will den Fluch lernen. Am besten wirke ich ihn auf dich. Na gut, wenn du das möchtest, um den Zauber zu wirken, hebe deinen Zauberstab und sage laut und deutlich, Crucio, halte so lange durch, wie du kannst. Okay, Oh mein Gott, wir haben Crucio. Haha. Bereit? Bereit. Crucio! Alles in Ordnung? Der Schmerz. Ich hätte alles getan, damit er aufhört. Aber ich werde es überleben. Gehen wir weiter. Wir haben es geschafft. Das ist Salazar Slytherins Skriptorium. Wir sind hier. Unfassbar. Sebastian, Ominous.
Hier drüben ist ein Buch. Hast du was gefunden? Geht nur vor. Sagt mir, was drin ist. Ich laufe ein wenig herum. Reveal. Darf ich mal sehen? Was meinst du? Sieht aus wie eine Art Zauberbuch. Das ist unglaublich. Das Eigentum eines Gründers von Hogwarts. Was für eine Ehre. Unglaublich, dass Ominous nie von seiner Tante und ihrer Entdeckung sprach. Was wirst du mit Slytherins Zauberbuch tun? Was ich mit jedem Buch tue? Es lesen. Mit Lehrern als Eltern gewöhnt man sich das schon früh an. Aber das kann ich noch später. Erst sollten wir diesen Raum erkunden. Atemberaubend. Trevelio. Wir sollten hier nicht bleiben. Suchen wir bitte ein Opfer. Ich will nicht gehen, aber ich stehe in eurer Schuld. Ohne euch beide hätten wir es nie so weit geschafft. Wir hatten Glück. Wir hätten sterben können. Wir dürfen so etwas nie wieder tun. Einen Ausgang. Die beste Neuigkeit des Tages. Ominous, deine Tante... Sebastian, bitte. Ich habe das vorhin ernst gemeint. Wir schwören uns jetzt, dass wir schwarze Magie und alles, was damit zu tun hat, nie wieder anrühren. Verstanden. Das mit deiner Tante tut mir wirklich leid, Ominous. Ich schätze, nach allem bin ich dankbar zu wissen, was mit ihr geschah. Danke. So, Freunde, ich glaube, jetzt haben wir Crucio. Oh mein Gott, richtig gut, richtig gut. Very nice. So, führt dazu, dass sich die meisten Gegner vor Schmerz krümmen, werden sie mit der Zeit Schaden erleiden. Wirkt außerdem einen Flug auf das Opfer. Flug der Gegner erleiden zusätzlichen Schaden. Was sagen wir dazu? Ich glaube, das wollen wir benutzen. Würde ich mal so sagen. Dann machen wir uns mal das dahin. Und das machen wir uns mal dahin. So. Okay. Ich würde sagen, dadurch, dass wir so ein bisschen Zeit haben, würde ich gerne mal das Ganze ausprobieren. Gartenkammer, okay. Das verlorene Kind, okay. Das können wir ja nächstes Mal machen. Gut, lass doch mal einfach in den verbotenen Wald gehen. Da suchen wir uns mal ein paar Gegner und gucken wir, was wir denn so geupgradet haben. Ich glaube, so schlecht wird es nicht sein. So, hier haben wir schon mal die Camps gemacht. Guck mal, ja, hier ist auch ein Camp. Mittelgroßes Banditenlager. Würde ich sagen, gucken wir uns das mal an, wie denn das Ganze funktioniert. Ich habe tatsächlich auch schon mal wie heißt der Spruch nochmal? Defindo. Defindo habe ich auch schon mal ein bisschen geupgradet. So. Wir speichern hier noch mal kurz ab. Das ist das Camp, oder wie? Okay. Akio! Kurzio! Du hast doch Nora gepinkt! Oh mein Gott! Aua, sagt er noch. Okay.
Akio! Kozio! 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 Akio! Nächstes Mal vielleicht. Kurz, Junge. Komm, Frink. Sollte das etwas wie einen Angriff? Akio. Verfehlt. Lauf, Stufe greift. Defingo. Stufe. Da! Akio! Konfringo! Okay, einer muss noch da sein. Akio! Kurzio! Erledigt, Freunde, erledigt. Einfach mal erledigt. Revelio. Okay, nachdem wir jetzt geschaut haben, wie denn Kozio funktioniert, würde ich sagen, das war's. Machen wir in der nächsten Episode weiter. Da gucken wir uns mal, was Nati denn von uns haben möchte. Ich glaube, hier waren auch nochmal irgendwo welche Gegner. Wo waren die denn? Wo waren die denn? Hier waren die. Hier ist irgendwo ein Weg. Muss irgendwo ein Weg sein? Ach komm, ey. Dann machen wir das halt so. Und runter, runter, runter. Und das fällt mir. Komm her! Akio! Bitte, kurz hier! Sollen wir das verbringen? Akio! Wenn das mal nicht Laura Treadwells Schuld ist. Helft! Akio! Konfringo! Defingo! Akio! Konfringo! Okay, sehr schick! Sehr schick! Gut, Freunde, dann machen wir in der nächsten Episode weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hinterlasst gerne ein Abo, ein Like. Und ja, ich hoffe, ihr seid in der nächsten Episode dabei. Aktiviert auch die Glocke, um diese nächste Episode nicht zu verpassen. Ich danke euch und ich bin raus. Ciao.